Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktvideo von OKM 3D. Es ist schon lange her, dass wir eben mal einen richtigen Produktvergleich gemacht haben. Heute ist es soweit. Es kam nämlich der M300 Dual von Zortrax neu auf den Markt. Und jetzt vergleichen wir eben mit dem M300 Dual den Ultimaker S5 und den Race 3D Pro 2, die sich eben in einer ähnlichen Preiskategorie bewegen zwischen 3.000 und 7.000 Euro und die auch beide über Dual Extrusion verfügen und ein ähnliches Bauvolumen haben. Dazu machen wir verschiedene Tests. Wir drucken mit Nylon, wir drucken mit ABS, wir drucken mit PLA, wir drucken mit PVA und BVOH und ja, schauen uns einfach an, wie gut die jeweiligen Maschinen diese Druckjobs erledigen, mal mit Dual Extrusion, mal Single Extrusion, und gehen jetzt auch in den nächsten Schritten erstmal durch die technischen Daten der einzelnen Maschinen, schauen diese genauer an und schauen uns natürlich dann auch den Druckprozess aller drei Maschinen an und gehen dann auch auf die einzelnen Ergebnisse ein. Jetzt gehen wir in die Details des M300 Dual. Also dieser ist ganz neu, deswegen fangen wir mit dem M300 Dual an. Er startet bei Preisen ab 4.000 Euro. Zuzüglich Mehrwertsteuer. Man kann hier noch über bestimmte Optionen ergänzen, deswegen sage ich ab 4.000 Euro. Das maximale Bildvolumen liegt hier bei 26,5 x 26,5 cm der Platte und 30 cm in der Höhe. Das heißt, es ergibt sich hier ein Gesamtbildvolumen von 21 Litern ungefähr. Die Düse ist aktuell immer 0,4, beide Seiten, Millimeter stark. Die Düsentemperaturen reichen von 180 bis 310 Grad. Das heißt, ich kann hier auch wirklich technische Materialien verarbeiten. Die Auflösungen, die die Maschine erzielen kann, liegen zwischen 100 und 300 Mikron. Das hängt von den Materialien und der verwendeten Einstellung ab. Die Bauplatte kann ungeheizt sein, kann aber auch bis zu 105 Grad geheizt werden und ist entweder eine perforierte Platte, wie wir sie hier sehen, also der Standard bei Zortrax, oder eine Glasplatte. Das ist jetzt beim M300 ganz neu, dass wir hier auch eine Glasplatte für zum Beispiel PLA verwenden können oder flexible Materialien. Die Platte wird automatisch kalibriert, kann aber auch von Hand kalibriert werden. Das Display, wie man sieht, ein Color Touchscreen, ist nett, ist bei allen neuen Zortrax-Druckern verbaut, also auch beim Inkspire und beim M200 Plus. Die Druckköpfe kann man tatsächlich, also wir haben hier A- und B-Druckkopf, das gibt es als komplettes Modul zum Austauschen, ja, und das kostet tatsächlich nur 110 Euro für beide. Also das ist mit Abstand in dem Vergleich die günstigste Alternative. Zusätzlich kosten zwei Düsen, also die rechte und die linke Düse aus Messing, kosten dann insgesamt nur 8,90 Euro, also für zwei Stück. Das ist also wirklich sehr günstig. Ja, die Konnektivität ist hier auch sehr gut. Wir haben hier Wi-Fi, LAN und USB. Die Abdeckung hier oben gibt es als extra Zubehör dazu. Die liegt bei 210 Euro plus die Steuer. Darin wäre dann auch ein Lüfter und ein HEPA-Filter integriert. Haben wir hier aber jetzt nicht gezeigt, weil wir alle Maschinen quasi out of the box zeigen möchten, ohne Zubehör. Filament verwendet er 1,75 wie alle Zortrax-Maschinen. Das hängt auf der Rückseite, das zeigen wir später nochmal. Und das Stützmaterial ist hier aber in einer separaten Box, kann quasi luftdicht in Anführungsstrichen verschlossen werden, damit man eben die Feuchtigkeit kontrollieren kann. Sicherheitsmäßig haben wir hier die volle Ausstattung. Wir haben zum einen eine Kamera, die ist hier oben montiert. Wir haben einen Filament Runout Sensor, der auf der Rückseite montiert ist, der für beide Materialien kontrolliert, ob sie noch fließen. Und wir haben tatsächlich einen Jam Sensor im Druckkopf installiert, der die Flussgeschwindigkeit kontrolliert und Filament Jams erkennen kann. Ja, mein Gott, schwierig. Und wir haben die Power-Loss-Solution. Das heißt, im Falle eines Stromausfalls oder wenn die Putzfrau aus Versehen mal den Stecker zieht, um den Staubsauger anzustecken, müssen Sie sich keine Gedanken machen. Die Maschine speichert zwischen. Software haben wir die Z-Suite, die ist schon bekannt, wird immer wieder abgedatet. Die ist inklusive und darin ist auch ein Tool enthalten, mit dem ich mehrere Maschinen managen kann. Das heißt, wenn ich eine kleine Printfarm aufbauen möchte, kann ich auch die Z-Suite verwenden. So, nun schauen wir uns den Ultimaker S5 etwas genauer an. Wie man hier erkennen kann, auch bei diesem Modell nun jetzt mit Glastüren. Aber jetzt gehen wir die gleichen Einstellungen einfach durch wie beim Zortrax. Preislich liegen wir hier bei 5.500 Euro plus Steuer.
Cover gibt es dazu, nenne ich später den Preis. Das maximale Bildvolumen liegt hier bei 330 x 240 in der Platte, also 330 in der Breite, 240 in der Tiefe mal 300 mm. Das heißt, Höhe gleich mit dem Zortrax. Das ergibt eine Literzahl von 23,76. Das heißt, hier ein paar Liter mehr als der Zortrax. Insgesamt spielt es aber nicht die große Rolle. Düsen allerdings hier unterschiedlich. Beim Zortrax hatten wir nur 0,4. Hier haben wir 0,25, 0,4, 0,6 und 0,8 mm. Die Drucktemperaturen sind hier etwas eingeschränkt. Hier haben wir zwischen 180 und 280 Grad. Das reicht aber trotzdem, um die gängigen Materialien zu verdrucken. Auflösungen haben wir hier tatsächlich von 20 Mikron bis 600 Mikron. 600 Mikron resultieren einfach daraus, dass wir die 0,8er Düse haben. Die 20 Mikron, muss man hier ganz klar betonen, sind ein theoretischer Wert, den wir erzielen können mit dieser Maschine, den aber keiner erzielen möchte, da sie vor der Maschine alt und grau werden. Die Bauplatte kann zwischen 20, also kalt gelassen werden, und 140 Grad geheizt werden. Diese ist aus Glas, wie man hier sieht. Kennt man ja von Ultimaker. Ganz normale Glasplatte mit den zwei hier Bügeln, um sie herauszunehmen. Also das ist durchaus bekannt. 140 Grad ist allerdings bei Ultimaker neu. Hatten wir vorher noch nicht. Die Kalibration ist auch, wie man es von Ultimaker kennt, automatisch oder manuell zu lösen. Jetzt neu hier ein 4,7 Zoll Touchscreen, dass sie wirklich auch in Vollfarbe durch die einzelnen Menüs und die einzelnen Schritte führt. Das ist sehr nett. Wir haben, wie bei Ultimaker bekannt, die tauschbaren Druckköpfe, die auch schon aus dem Ultimaker 3 bekannt sind. Das ist ein schönes System, ist allerdings nicht allzu günstig, denn ein solcher Druckkopf kostet laut Ultimaker 300 Euro plus Steuer. Die Konnektivität, genauso wie beim Zortrax, Wi-Fi, LAN und USB. Hier in dem Fall auch ein USB an der Front, genauso wie beim Zortrax. Und als Option gibt es natürlich auch eine Abdeckhaube. Da habe ich mich mal schlau gemacht, gibt es verschiedene Lösungen. Um die 350 Euro muss man da rechnen, plus Steuer für die Abdeckung hier oben drauf, damit eben mehr Wärme in der Maschine bleibt. Ist auf jeden Fall eine Ergänzung, die man anstreben sollte. Das ist eine tolle Geschichte und gut, bei 5.500 Euro spielen die 350 Euro dann auch keine große Rolle mehr. Filament, wie bei Ultimaker bekannt, verwenden wir 2,85 mm, hängt auf der Rückseite, ist eine Lösung, die okay ist, auch beim Zortrax angestrebt. Hier würde ich aber unbedingt eine Polybox oder etwas Ähnliches empfehlen, um zumindest das PVA trocken zu lagern. Die kostet so um die 60 Euro plus Steuer. Sicherheit haben wir hier auch wieder eine Kamera verbaut, hier auf der Seite, die eben den Bauraum aufnehmen kann. Und wir haben einen Filament Runout Sensor. Wir haben allerdings nicht die Filament Jam Kontrolle, die der Zortrax hat. Software haben wir Cura, altbekannt, schöne Software. Und zusätzlich haben wir Ultimaker Connect, also ein kleines Tool, um mehrere Drucker zu managen, was in der Z-Suite installiert war. So, kommen wir nun zum dritten in der Runde. Wir haben den Race 3D Pro 2. Wie man sieht, mit Abstand der größte von allen. Also für 3.500 Euro plus die Steuer bekommt man hier ein Bauvolumen von 305 x 305 x 300 mm, was 27,9 Liter ergibt. Das heißt, hier wirklich mit Abstand das größte Bauvolumen zum niedrigsten Preis. Wie Sie auch sehen, ist er hier komplett geschlossen. Ja, was auch ein Vorteil gegenüber den anderen ist. Düsen kann ich hier ähnlich wie beim Ultimaker relativ viele verwenden. Hier geht es von 0,2 über 0,4, 0,6, 0,8 bis zu 1 mm im Durchmesser. Was wiederum bedeutet, dass ich zwischen 10, hier auch wieder ein theoretischer Wert, Micron, und 800 Micron drucken kann. 800 ergeben sich eben daraus, dass ich hier die 1,0 mm Düse verwenden kann. Aber wie auch beim Ultimaker schon erwähnt, ist das ein theoretischer Wert. Mit 10 Mikron wird wohl keiner drucken, da man hier auch wieder alt und grau wird vom Drucker. Die Nozzle-Temperatur kann zwischen 180 und 300 Grad frei gesteuert werden. Das heißt etwas mehr als der Ultimaker, aber immer noch 10 Grad weniger als der Zortrax M300 Dual. Die Platte kann zwischen 20 und 110 Grad beheizt werden und ist aus Aluminium. Die Beschichtung in dem Fall ist eine Buildtec. Die Kalibration erfolgt in der Fabrik. Dadurch, dass diese Maschine extrem massiv geführt ist,
Also hier wirklich zwei Spindeln, nochmal jeweils zwei Führungen pro Seite, wird eine Kalibration nachträglich nicht mehr nötig sein. Man stellt lediglich auf dieser Seite über eine Schraube den Abstand zu Z ein. Das heißt von der Düse eben zur Platte. Das muss man einmalig machen, ist aber auch vorkonfiguriert, aber kann man, wenn man zum Beispiel andere Platten nutzen möchte, dann von Hand noch nachkalibrieren. Das Display, wie man auch erkennt, ist deutlich größer als bei den anderen. Hier haben wir 7 Zoll, auch ein Touchdisplay, relativ einfach zu bedienen, durch die Größe natürlich auch leichter abzulesen. Druckköpfe kann man auch komplett tauschen, das heißt, man hat ein komplettes Hotend-Module und kann den kompletten unteren Part tauschen, kostet eines 80 Euro plus die Steuer, das heißt für 260 Euro. Düsen kosten jeweils 20 Euro plus die Steuer. Das heißt etwas teurer als der Zortrax, aber trotzdem noch um Welten günstiger als bei Ultimaker. Konnektivität genauso wie bei den anderen beiden, Wi-Fi, LAN oder USB. Das Cover, wie schon erwähnt, ist inklusive. Zusätzlich haben wir auf der Rückseite noch einen HEPA-Filter. Das heißt, die giftigen Dämpfe in Anführungsstrichen, die bei manchen Materialien entstehen können, werden hier vorgefiltert, bevor sie nach außen gelangen können. Das heißt, das ist wirklich eine sehr schöne, komplette Lösung. Und das zum günstigsten Preis. Das Filament 1,75 hängt hier auch innen, was ich als Vorteil erachte. Zusätzlich kann ich noch über zwei Eingänge trotzdem eine Polybox oder ähnliches nutzen, wenn ich zum Beispiel das PVA extra lagern möchte, um es besonders trocken zu halten. Sicherheitsmerkmale, ähnlich wie bei den anderen auch, habe ich eine Kamera, einen Filament-Runout-Sensor und zusätzlich auch ein Power-Loss-Tool. Das heißt, wenn hier der Strom fehlt, habe ich trotzdem noch die Möglichkeit, den Druck wieder neu zu beginnen, an der Stelle weiter drucken zu lassen, an der und der Strom unterbrochen war. Software haben wir hier IdeaMaker. Das ist wirklich sehr schön. Zusätzlich habe ich Race Cloud als kleines Tool, um mehrere Drucker miteinander zu verbinden. So, dann kommen wir nur noch mal kurz auf die Rückseite zu sprechen der zwei Maschinen. Den Race zeigen wir in diesem Fall nicht, da der ja das Filament integriert hat. Das heißt, das ist unter den dreien die beste Lösung. Hier aber jetzt nochmal die Einzellösungen von Ultimaker und Zortrax. Zortrax hat das ganz clever gemacht. Die haben hier das wasserlösliche Stützmaterial in der extra Box. Man sieht, wir haben hier einfach mal Luftentfeuchter mit reingesteckt, damit das Material einfach trocken bleibt. Je trockener dieses Material ist, umso besser kann man damit drucken. Umso länger das wie beim Ultimaker hier so im Freien hängen sollte, umso schlechter werden die Druckergebnisse. Also wir haben so gemerkt, dass nach circa einer Woche, wenn das in einem normalen Raum mit zwischen 40% und 60% Luftfeuchtigkeit hängt, werden die Druckergebnisse einfach deutlich schlechter. Deswegen empfehle ich beim Ultimaker auf jeden Fall etwas wie eine Polybox oder irgendeine Box, wo es einfach trocken gehalten wird. Beim Zortrax, clevere Lösung, das kann man so lassen, da braucht man nichts extra kaufen. Die Luftentfeuchter mit reinstecken, die einfach im Lieferumfang des Filaments meist dabei sind, das genügt völlig. PLA und Co. hängen draußen. Hier kann man sich überlegen, ob man für Nylon oder ähnlich empfindliche Materialien auch noch eine separate Box holt. Beim PVA oder BVOH auf jeden Fall in eine extra Box. Ansonsten passt es. Wenn wir schon auf der Rückseite sind, hier sind die Filament Runout Sensoren. Bei Ultimaker haben wir hier wirklich die Transport oder den Antrieb, den Filament Feeder hier hinten verbaut. Das heißt, der muss einen viel weiteren Weg gehen. Bei den anderen zwei Maschinen sind die Filament Feeder direkt im Kopf integriert. Ja, das ist der große Unterschied. Ansonsten, ja, beim Ultimaker, ja, hier, das ist ein bisschen aufwendiger zum Auflegen, weil man das immer hier so raustun muss. Also nicht das benutzerfreundlichste System beim Ultimaker, aber es funktioniert. So, nach circa 1,5 Stunden sind wir nun wieder zurück. Sieht hier wirklich so aus, wie es aussehen soll. Sehr sauber das Ganze. Man sieht eben die 50% Infill. Man sieht den Unterschied zwischen PLA und BVOH. Man sieht auch, dass die zwei Materialien hervorragend voneinander getrennt sind. Das heißt, es vermischt sich nicht. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Druckergebnis vom Zortrax M300 Dual nach den ersten 1,5 Stunden. Und gerade die ersten Schichten sind ja die wichtigsten. Also das muss eben gut haften. Haben wir hier natürlich durch die perforierte Platte
das Optimum erreichen können. Also mehr geht nicht. Also weil sich eben das Material hier tatsächlich mit der Platte verzahnt. Das ist sehr gute Lösung. Das hat sich ja bei Zotrex bewährt. Und es sieht wirklich sehr gut aus. Beim Ultimaker ist leider etwas total schief gelaufen. Also hier hat sich das Filament irgendwie gelöst, ist abgebrochen, wie auch immer. Hat sich jetzt auch verschoben und man sieht, es ist gar kein BVOH oder PVA gedruckt worden. Das heißt, hier schon in den ersten Layer quasi irgendwas schief gelaufen. Wir haben das nicht bis zu Ende überwacht. Wir gingen davon aus, dass die Maschinen das schaffen, ohne dass wir da daneben stehen. Jetzt haben wir leider 1,5 Stunden verloren, müssen das jetzt quasi neu starten und erneut beginnen. Aber wir haben ja den Vorteil, dass er nur 7 Stunden, 10 Minuten braucht. Das heißt, er würde die anderen jetzt immer noch wieder einholen können. Ist aber trotzdem unschön, das hatte ich so nicht erwartet. Ultimaker ist sonst sehr verlässlich, aber jetzt da lief irgendwas mit dem Material schief. Wir werden jetzt neu laden müssen und dann versuchen wir das nochmal. Ja. Und hier sieht man auch schön, dass ein Filament-Runout-Sensor nichts bringt, wenn er an der Rückseite montiert ist. Ja, weil Maschine druckt weiter, obwohl kein Filament effektiv im Kopf ist. Schade. So, beim Race sieht es zumindest funktioniert der Druck. Ist ein bisschen anders aufgebaut als beim Zotrex. So, der Slicer hat dann doch Unterschiede. Es ist auch nicht ganz so sauber wie beim Zotrex, aber zumindest funktioniert es. Und wir werden das einfach im weiteren Verlauf anschauen. Er macht es relativ ruhig, das Ganze. Bin gespannt, wie sich das in den nächsten Stunden verändern wird. So, nun müssen wir den Ultimaker leider neu starten. Das heißt, wir brechen den aktuellen Druckjob ab. Versuchen das Filament neu zu laden, weil irgendwie ein Problem gab es hier anscheinend beim Laden oder das Filament ist abgebrochen, irgendwo lag ja der Fehler, also das versuchen wir zu korrigieren und dann starten wir den Druckjob neu. Das heißt aber, dass er dauert ja nur 7 Stunden, 10 Minuten, das heißt, er dürfte noch trotzdem noch vor dem Zotrex fertig sein und vielleicht gleich auf mit dem Race sein. So, wir schauen jetzt mal wieder bei den einzelnen Druckern vorbei, beim Zotrex M300, wie auch vorher schon. Ein gewohnt sauberes Ergebnis, das sieht wirklich extrem gut aus. Ich finde das sehr interessant, vor allem auch wenn man die Stützstrukturen betrachtet, das erinnert mich doch sehr an Stratasys. Also die Formgebung der Stützstrukturen ist da wirklich sehr clever durchdacht. Gefällt mir sehr gut, sauberes Ergebnis, weiter so. Ja, beim Ultimaker haben wir jetzt neu gestartet, haben ein bisschen die Einstellungen verändert, haben hier tatsächlich auch Rücksprache gehalten mit einem Fachmann für Ultimaker, der uns ja eigentlich darauf hingewiesen hat, dass, wie wir schon dachten, die Standardeinstellungen von Ultimaker da wirklich sehr gut sind. Hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass wir das Filament nochmal prüfen sollen und ein paar Kleinigkeiten checken sollen. Das haben wir gemacht, haben die Maschine nochmal neu kalibriert komplett. Und ja, jetzt druckt er. Das schaut auch ganz gut aus. Braucht jetzt allerdings etwas länger. 8 Stunden 40 waren es jetzt anstelle von 7 Stunden 10. Von daher nähert das sich jetzt dem Race an. Ist auch verständlich, weil wir jetzt halt auch einen kleinen Purge Tower drucken. Aber im Großen und Ganzen ist er immer noch der schnellste. Sieht man auch an den Bewegungen. Also er druckt das wirklich meiner Meinung nach schon fast zu schnell. Aber es schaut jetzt gut aus. Wir sind guter Dinge. Er wird jetzt aber definitiv nach dem Race fertig, aber immer noch vor dem Zotrex. So, der Race ist jetzt inzwischen extrem voraus. Er druckt schon
ist schon fast bei der Hälfte, also das ist schon wirklich sehr nett. Also er druckt einfach, wie er drucken sollte, macht Dienst nach Vorschrift, das finde ich sehr gut. Immer noch nicht das sauberste Ergebnis im Vergleich zum Zortrax zum Beispiel, aber ja, er druckt es schnell und gut. Sehr schön. So, hier kommen wir nun zum ersten Vergleich von Mustern. Hier haben wir ein Objekt, das als Testobjekt auf Cineverse verfügbar ist. Den Link dazu finden Sie unter dem Video. Hier haben wir ein Objekt gezielt ohne Support mit den verschiedenen ABS des jeweiligen Herstellers gedruckt. Wir haben ein Race 3D ABS, wir haben ein Ultimega ABS und wir haben ein Z-Ultrat von Zortrax. Haben mit 150 Mikron Z-Auflösung und 50% Infill gedruckt. Alle Maschinen haben ungefähr die gleiche Dauer dafür benötigt. Und jetzt wollen wir einfach mal die Modelle im Detail ansehen. Hier haben wir, ich nehme einfach mal das Race 3D-Objekt als erstes heran, haben wir das Ergebnis. Das sieht wirklich sehr gleichmäßig aus, das gefällt mir sehr gut. Wirklich die Flächen extrem gleichmäßig und gut abgeschlossen. Auch hier im oberen Bereich sieht das wirklich sehr hochwertig aus. Überhänge, ganz klar, hier unten in dem Bereich und auch hier in dem Bereich, da fehlt es einfach an Support. Die sind nicht gut geworden, aber immer noch akzeptabel. Es soll ja ein Überhangtest sein hier, also in dem Bereich wirklich sehr gut geworden. Das ist schon wieder zu weit, auch in dem Bereich extrem gut. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch im inneren Bereich, hier die Kugel ist wirklich extrem gut geworden. Beim Ultimega hat es leider nicht ganz so gut funktioniert. Ja, hier sieht man, die Überhänge haben doch deutlich gelitten. Selbst dieser Überhang, ich meine, etwas Rundes, das hätte eigentlich funktionieren können, hat es leider nicht. Klar, in dem Bereich brauchen wir nicht drüber reden. Auch in dem Bereich, ja, klar, muss man mit Abstrichen rechnen. Aber zumindest die Flächen hier sind wunderschön geworden. Auch dieser Bereich ist sehr schön geworden. Das gefällt mir auch sehr gut. Aber die Überhänge einfach ja, nicht so toll wie bei der Konkurrenz. Ja. Zortrax ist ja schon immer dafür bekannt gewesen, eben ABS sehr gut verarbeiten zu können. Das zeigen sie auch hier. Also wirklich sehr schöne Flächen, alles sehr gut geschlossen. Auch die Überhänge ähnlich gut wie beim Race. Hier im oberen Bereich wirklich extrem gut. Auch das hier wirklich erste Klasse. Also wirklich sehr schön. Auch im unteren Bereich, klar, hier und hier. Da mangelt es natürlich an Supportstrukturen. Aber der Rest ist wirklich sehr beeindruckend. Wirklich auf sehr hohem Niveau, ähnlich wie der Race. Und Race und Zortrax sind da dem Ultimega deutlich überlegen. So, die Drucke sind nun erfolgreich abgeschlossen. Wir haben hier noch etwas Zeitverschiebung gehabt, in Anführungsstrichen. Wir haben hier 8 Stunden 48, hier haben wir ungefähr 11 Stunden und hier sind es 10 Stunden und 8 Minuten. Alles erfolgreich abgeschlossen. Wie gesagt, Ultimaker mussten wir ja neu starten, war leider ein Problem. Zortrax ist wirklich sehr gut durchgelaufen. Jetzt von dem, was ich jetzt schon sehe, für mich das beste Ergebnis. Ultimaker, ja, auch durchwachsen aufgrund der Geschichte, dass wir es neu starten mussten. Race hat es wirklich sehr gut gemacht, hat ja Dienst nach Vorschrift gemacht, sieht gut aus, nicht ganz so sauber wie beim Zortrax, aber wir gehen jetzt gleich nochmal im Detail an die einzelnen Drucke ran. So, beim Zortrax sehen wir wirklich, dass es extrem sauber ist. Also hier sind wirklich ein paar kleine Krümel PVA auf der Platte, der Rest ist aber extrem sauber, auch die Oberfläche hier, also wirklich perfekt, das glänzt richtig. Also das ist wirklich beeindruckend, wie diese Maschine auch eigentlich ein Material gemeistert hat, was ihr nicht so liegt, was man zumindest denken könnte, PLA und Stützmaterial in wasserlöslicher Version. Das ja, verbindet man jetzt nicht wirklich mit dem Zortrax, aber der M300 Dual hat es wirklich extrem gut gemeistert. Auch der Abstreifturm ist sehr gut geworden. Also, und die Stützen, wie gesagt, erinnern mich von der Machart her an Stratasys. Von daher bin ich da wirklich begeistert. Ich bin gespannt, wie das dann ausgewaschen aussieht.
So, im direkten Vergleich zum Zortrax erkennt man hier, dass die Stützen ja wirklich ungleichmäßiger hier sind. Nichtsdestotrotz hat er natürlich das erreicht, was wir erreichen wollten. Das heißt, wir haben hier das Ergebnis, das wir erzielen wollen. Das heißt, unseren Würfel mit unterstützten Strukturen, das sieht jetzt sehr gut aus, allerdings nicht auf dem Level vom Zortrax M300 Dual, aber der S5 hat es trotzdem gut gemacht. Ich meine, der ist ja auch dafür bekannt, dass er PLA in Kombination mit wasserlöslichem Stützmaterial sehr gut drucken kann. Allerdings, wie gesagt, wir haben etwas länger gebraucht, bis wir es zum Laufen gebracht haben und ja, schlussendlich waren wir doch ein Stück weit enttäuscht, dass es nicht besser geworden ist. Aber Ergebnis zählt, wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Sieht auch ganz gut aus, gerade der obere Bereich, das ist wirklich sehr gut, wie wir es eben vom Ultimaker erwartet haben. Beim Race 3D Pro 2 ist es tatsächlich so, dass er hier wirklich Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Man erkennt auch hier und da, dass ein bisschen ja, PVA oder BVOA in dem Fall noch auf der Baumplatte liegt. Ansonsten ist es aber wirklich sehr gut geworden. Erkennt man auch am Prime Tower und eben an den Oberflächen. Innen drin Stützstruktur nicht ganz so gut wie beim Zortrax, nicht ganz so durchdacht, also wirklich so, wie man es eben kennt. Beim Zortrax ist es wirklich, erinnert mich sehr an Stratasys. Aber das Ergebnis zählt, ist wirklich sehr gut geworden. Ja, ich bin gespannt, wie es ausgewaschen aussieht, aber jetzt von den dreien hier auf jeden Fall nicht der schlechteste. So, wir schmeißen jetzt die Drucke mal ins Wasser, um zu sehen, wie es dann schlussendlich aussieht. Ist relativ einfach. Oh, der erste ist drin. So. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie im Zeitverlauf, wie schnell das jeweils sich auswaschen sollte. Ich gehe aber davon aus, dass das BVOH beim Race am schnellsten ausgewaschen wird, weil sich das einfach am einfachsten im Wasser löst, ganz einfach. Ja, wir schauen aber im Zeitverlauf wieder vorbei. Sagen wir, in einer Stunde sollten wir schon erste Ergebnisse sehen. So, natürlich wollen wir auch PLA testen, deswegen haben wir auf den drei Maschinen dann das gleiche, was wir auch in ABS gedruckt hatten, jetzt nochmal in PLA gedruckt. Genauso wie in ABS, auch in 150 Mikron, 50% Infill, ohne Stützen, aber mit Raft. Den Raft haben wir schon entfernt. Hier tatsächlich der Unterschied, dass wir beim Race und beim Zortrax Race PLA verwendet haben. Also da haben wir nicht das Original Zortrax PLA genommen, aber bei PLA ist der Unterschied auch nicht so dramatisch. Ultimaker hat ein Original Ultimaker PLA natürlich bekommen. Frisch aufgemacht, um hier wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Ja, schauen wir uns die mal an im Detail. So, hier haben wir das gedruckte PLA-Teil vom Race 3D Pro 2. Auch wie beim ABS hier die Überhänge eher schlecht. Ansonsten sollten bei PLA die Überhänge eigentlich besser sein. Die Oberflächen sind extrem gut hier wieder, also wirklich auch ein sehr gutes PLA, muss man zugestehen. Die Teile hier sind tatsächlich besser geworden als in ABS. Das war aber auch so zu erwarten. Ansonsten wirklich alles sehr gut. Auch hier weniger Stringing im Vergleich zu ABS. Ja, das ist wirklich sehr nett. Sehr schönes Modell. Beim Ultimaker haben wir ähnliche Ergebnisse. Allerdings finde ich hier die Schichten nicht so gut, also man kann hier deutlich die Layer erkennen. Hier auch etwas mehr Stringing, auch hier in dem Fall mehr Stringing. Auch das hier ist nicht so schön, die untere Seite, auch die Teile hier sind wirklich, also wenn man das jetzt nochmal im Vergleich sieht, ist schon eine andere Nummer. Aber Oberflächen wieder sehr gut geworden, auch dieser Bereich ist wirklich sehr gut, gefällt mir sehr gut, auch die Sphäre innen drin ist gut gelöst, aber wie gesagt, eher durchschnittlich von der Qualität der Schichten. So, beim Zortrax ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass er PLA besonders gut druckt, aber das sieht eigentlich ganz brauchbar aus. Also gerade der Bereich und der Bereich ist wirklich extrem gut. Schichten sehr gut geschlossen, auch wieder der obere Bereich extrem gut. Unten ähnlich wie beim Ultimaker etwas mehr Stringing.
auch dieser Bereich nicht ganz so gut, aber im Groben und Ganzen wirklich sehr nett aufgrund der gut geschlossenen Oberflächen, bei denen man kaum die Schichten erkennen kann. Also das ist wirklich sehr gut, gefällt mir gut. So, dann gucken wir uns mal die zum Teil schon ausgewaschenen Bauteile an. Also man sieht, wie wir schon prognostiziert haben, dass beim Race tatsächlich hier schon das Ganze beweglich ist. Ne, es sind noch einige Sachen dran hier, ne, aber im Ganzen schon sehr gut. Beim Ultimaker ist es so, dass ich kann es noch nicht bewegen, aber es ist auf jeden Fall schon nicht schlecht ausgewaschen. Ne, sieht man, dass es hier schon davonläuft. Beim Tortrax ist tatsächlich so, dass das noch am kompaktesten ist, aber da waren auch die Stützen deutlich massiver gedruckt. Ja. So, hier haben wir dann nochmal unsere ausgewaschenen Modelle, die wir auch live gedruckt haben. Wie schon vorher gezeigt, eben alle in der gleichen Einstellung. Wir haben ja die ganzen Drucke gesehen. Das Objekt vom Race 3D Pro 2 war eben schneller ausgewaschen, weil wir BVOH verwendet haben von Werberteam als Stützmaterial. Bei den anderen hat es ungefähr einen Tag gedauert, bei Race ja etwas so um 1,5 Stunden, dass es von alleine komplett ausgewaschen war. Also das ist ein großer Vorteil, wenn man da wirklich ein Material verwendet, was schneller auszuwaschen ist. Ansonsten hier wieder die Original PLAs der jeweiligen Hersteller, Race 3D PLA, Ultimaker PLA und Zortrex Z PLA. So, fangen wir hier wieder mit dem Race an. Wirklich ein sehr schönes Modell geworden, sehr gleichmäßig auch in den Flächen. Das ist wirklich sehr gut. Hier die untere Seite auch gut. Von daher wirklich sehr schöner Druck. Natürlich hier und da ein paar kleine Unebenheiten noch drin, wo das Stützmaterial eben angelegen hat. Aber ansonsten wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Beim Ultimaker auch sehr ähnlich. Also die sind ja dafür bekannt, dass das wirklich sehr gut läuft. Auch die Flächen sehr schön geworden in dem Fall. Ein bisschen erkennt man noch die Linien, aber das ist wirklich nur minimal. Das kann natürlich auch an dem weißen Material liegen. Hier im unteren, ach, da ist noch ein kleiner Brim dran. Aber das ist auch nicht so schlimm. Aber ansonsten wirklich sehr schön, auch gut ausgewaschen. Und ja, aufgrund der weißen Fläche sieht man hier nicht, ob da vielleicht noch ein Stück PVA mit eingemischt ist. Aber ansonsten wirklich sehr schön, ähnliches Ergebnis wie beim Race. Zortrex sah jetzt auf der Platte hier wirklich am saubersten aus vom Druckergebnis. Sehr gleichmäßig. Flächen wieder wie bei Zortrex zu erwarten, sehr, sehr schön. Aber jetzt auch nicht außergewöhnlich gut. Hier unten auch noch ein bisschen Probleme beim Überhang, wo der Support angelegen war. Aber ansonsten wirklich sehr schön. Hier ist noch wirklich ganz frisch, hier ist noch ein bisschen feuchtes PVA dran. Ja, alles in allem, alle wirklich ein sehr, sehr ähnliches Ergebnis beim Zortrex. Vielleicht die Flächen etwas besser, dafür die Überhänge etwas schlechter. Und bei den anderen zweien eben umgekehrt. Somit, ja, sag ich mal, hier in dem Bereich wirklich ein Unentschieden. Druckgeschwindigkeit hier beim Ultimaker am schnellsten, aber trotzdem alle noch eng genug beieinander. Auswaschen mit BVOH am schnellsten. So, hier nochmal ein Test mit PLA. Wir haben hier von Polymaker einen Turm gedruckt. Ich habe jetzt hier das Modell von Race in der Hand. Wie man sieht, ist der Bereich natürlich dann eher schwierig und hier geht es auch wirklich darum zu zeigen, wie präzise die Maschinen in XY sind und wie gut die Lüfter eben das PLA schnellstmöglich wieder herunterkühlen können. Sieht man sehr gut beim Race, das ist wirklich sehr gleichmäßig, alles hier auch im inneren Bereich kein Stringing, alles sehr gut aufeinandergesetzt, Oberflächen glatt, auch hier an den Beinen, auch die größeren Flächen hier unten mit der sanften Steigung, die sind wirklich sehr gut geworden. Hier gibt es nichts zu beanstanden. Bin wirklich sehr, sehr glücklich mit diesem Modell. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Beim Ultimaker haben wir dieses Ergebnis erzielen können.
So, man sieht auch hier wirklich die Spitze sehr gut geworden, lediglich im oberen Bereich vielleicht minimal schlechter, aber hier in dem Bereich ja, sieht man dann doch deutliche Fehler, hier die Schichten schlecht aufeinander gesetzt. Natürlich auch hier wieder ohne Stützen, das ist ein sehr kompliziertes Modell, ist nicht umsonst ein Torture-Test von Polymaker, aber das hätte ich mir besser erwartet, aber grundsätzlich hat er das ganz gut gemacht. Grundsätzlich ist der Ultimaker ja eigentlich dafür bekannt, ein gutes Lüftersystem zu haben. Der Bereich ist sehr schön, auch die Beine sind sehr schön, die Flächen sind natürlich sehr schön abgeschlossen. Auch der Bereich sehr gut geworden, von daher ja auch ein akzeptables Ergebnis. Zortrax M300 Dual. Hier auch in diesem Bereich ähnlich wie der Ultimaker Stringing und ja, vielleicht nicht ganz so schön. Der Bereich ist minimal besser geworden, aber auch hier erkennt man, dass das leicht abfällt. Die Spitze, wahrscheinlich die schlechteste im Dreiervergleich. Der untere Bereich sehr schön, auch die Flächen sehr schön abgeschlossen. Auch der Bereich sehr schön, gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber wirklich der Bereich Stringing und hier leichte Unebenheiten nicht. Naja, sagen wir es mal so, wir können es mit dem Ultimaker in dem Fall vergleichen. So, wir haben dann nochmal Nylon verglichen, also PA666 ist ja der Standard aktuell. Das wird gern genutzt, hat eben eine hohe Festigkeit, ist sehr temperaturbeständig und bricht nicht sofort, sondern gibt ein Stück weit nach. Deswegen wird es gern verwendet, auch für technische Teile. Deswegen haben wir das auch einfach auf allen mal getestet. Bei Zortrax und bei Ultimaker gibt es einen Hersteller Nylon, also Z-Nylon oder Ultimaker Nylon. Bei Race haben wir einfach einen Standard PA6 oder 66 genommen, auch in ja, dem Standard Transparent-Ton. Daher gehen wir jetzt einfach mal durch, schauen uns die Ergebnisse an. Hier natürlich besonders wieder die Überhänge, ähnlich wie beim ABS, leiden hier die Überhänge, ist eben ein Hochtemperaturmaterial, deswegen auch hier wieder die Probleme. Es ist meiner Meinung nach sogar deutlich schlimmer als beim ABS, aber ansonsten die Oberflächen sind sehr schön. Also gerade der Bereich ist wirklich sehr gut geworden. Man hat ein bisschen Stringing, also sieht die Fäden im Innenbereich. Auch hier der Überhang natürlich weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber an sich für dieses Objekt mit Nylon wirklich eine gute Leistung. Dann haben wir hier den Ultimaker. Meiner Meinung nach wirklich sehr ähnlich zu dem Ergebnis vom Race. Also minimal mehr Stringing, aber im Großen und Ganzen wirklich sehr ähnlich. Auch sehr schöne Flächen, auch hier wirklich sehr schön glatt geworden, im Innenbereich auch Stringing. Aber das liegt eben am Nylon und natürlich an der Komplexität des Modells. Und hier auch noch ein bisschen was vom Raft. Aber ansonsten wirklich sehr schön. Der Zortrax. Hier auch wieder die Flächen sehr schön. Die Überhänge sind einen Tick besser, aber auch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Hier sogar ein Stück weit etwas eingebrannt. Etwas weniger Stringing als bei den anderen. Auch die etwas schönere Fläche, aber im Großen und Ganzen natürlich genauso weit davon entfernt, perfekt zu sein, wie auch die anderen zwei Drucker oder die Modelle der anderen zwei Drucker. Aber im Großen und Ganzen bei allen drei eine ordentliche Leistung für Nylon. So, hier haben wir dann nochmal PEDG mit wasserlöslichem Stützmaterial kombiniert. Haben hier leider beim Ultimaker kein PEDG auf Lager gehabt, haben auch vergessen, das mitzubestellen. Deswegen können wir es beim Ultimaker S5 nicht zeigen. Ich wollte das aber trotzdem präsentieren, weil das für mich wirklich eine sehr sinnvolle Lösung ist, weil man gerade bei PEDG Support schlecht wegbrechen kann, wenn es aus PETG gedruckt ist, weil PETG eben nachgibt und nicht sofort bricht. Deswegen die Kombination aus PETG und wasserlöslichem Stützmaterial wirklich eine saubere Geschichte. Und ja, ich wollte hier einfach die Ergebnisse zeigen. Beim Race ist das Ganze relativ gut geworden. Man sieht hier und da ein paar unsaubere Stellen, aber ansonsten
ist das wirklich sehr schön geworden, auch die Oberseite wirklich sehr schön abgeschlossen. Aber wie gesagt, hier und da mal ein paar unsaubere Stellen, aber Support ist auch wirklich sehr schön reingedruckt, ist natürlich auch ein massives Teil. Also das ist wirklich sehr, sehr nett geworden, aber nicht ganz perfekt. Also gerade hier in dem Bereich, da muss wohl der Perch Tower gestanden sein im Hintergrund, da ist es nicht so schön geworden. Beim Zortrax fällt natürlich wieder auf, dass die Stützstruktur wirklich sehr massiv geworden ist, sehr gut geworden ist, ist auch das komplett umhüllt. Also wie gesagt, das erinnert mich stark an die Supportlösungen von Stratasys. Die Oberflächen sind hier besser geworden im Vergleich zum Race 3D. Also es sieht auch wirklich extrem sauber aus, auch hier oben. Also das ist auf jeden Fall der Gewinner in dem Vergleich. Also das ist eine schöne Geschichte. Wir haben da schon deutlich komplexere Teile mit dem Zortrax M300 Dual gedruckt, weil es einfach PTG ist ein schönes Material. Das kann man gut verwenden, ist zertifiziert in alle Richtungen. Also das ist eine schöne Geschichte. Guter Ersatz für zum Beispiel mal Nylon, wenn es etwas einfacher zu drucken sein soll. So, jetzt möchte ich nochmal eine kurze Zusammenfassung geben. Also jetzt haben wir uns ja wirklich sehr viele Drucke angeschaut, haben uns die technischen Daten der Maschinen einzeln angeguckt, sind auch von Maschine zu Maschine gegangen, haben die ganzen Drucke in Nylon, ABS, PLA, wasserlöslichen Stützmaterial miteinander verglichen. Und ja, jetzt würde ich einfach zum Abschluss ein kleines Fazit ziehen. Ich fange mit dem Ultimaker an. Hier tatsächlich, was mich extrem beeindruckt hat bei Ultimaker und immer noch beeindruckt ist, dass das Bauvolumen extrem groß ist für die tatsächliche Abmessung des Geräts. Also da hat man wirklich das effektiv genutzt. Die Maschine schaut super aus, also ich finde die optisch sehr gelungen. Das stellt man sich gerne ins Büro. Die Bedienung über das Touchdisplay ist genial. Also das ist wirklich ein toller Pluspunkt jetzt an der Version S5 im Vergleich zum Ultimaker 3. Also da hat sich wirklich einiges getan, macht die Bedienung deutlich einfacher. Der Rest ist tatsächlich sehr ähnlich zum Ultimaker 3. Hier und da ein paar kleine Upgrades, aber im Großen und Ganzen ist es ja, ein besserer Ultimaker 3. Daher bin ich bei den Druckergebnissen auch ein Stück weit enttäuscht. Ich hätte mir tatsächlich mehr erwartet, weil schlussendlich ist er ja der teuerste im Vergleich. Von daher wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir auch hier die besten Ergebnisse kriegen. Verstehen Sie mich nicht falsch, die Ergebnisse sind gut, aber nicht perfekt. Und ja, was heißt perfekt? Aber nicht so gut wie bei den anderen. Und die bieten fürs Geld einfach ein bisschen mehr. Deswegen S5 in dem Fall, obwohl ich die Bedienung super finde, out of the box funktioniert das, die Maschine super, Kalibration easy. Das mit den Druckköpfen finde ich auch super, dass man die ganz einfach wechseln kann. Leider der Preis relativ hoch für die Druckköpfe, aber an sich das System ist toll. Glas hier, sehr hochwertig, Bauvolumen super, Kamera auch ganz toll. Ein 285er Filament kann man sich drüber streiten, aber es funktioniert auch gut. Von daher aber trotzdem nur der dritte Platz. Allerdings ja, sind alle Maschinen wirklich auf einem sehr hohen Level. Der Zortrax M300 Dual, der neue in der Runde, wirklich erstaunlich gute Ergebnisse präsentiert. Also gerade die Sachen mit Dual Extrusion, das war wirklich sehr gut, beeindruckend. Also ich habe mir auch nicht erwartet, dass die Maschine mit PLA so gut druckt. Das war ja bei Zortrax immer so ein bisschen das Problem. In ABS, PDG und Co. waren die super. Aber mit PLA war es immer so, ja, geht so geil. Aber hier tatsächlich extrem gut. Auch ganz, ganz nett durchdacht nochmal hier mit dieser Box auf der Rückseite, damit das Stützmaterial trocken bleibt. Das ist auch sehr nett. Hier der Einzige, der wirklich 2 Kilo Spulen anbauen kann, macht ja auch Sinn bei dem Bauvolumen. Komplett geschlossen, ne, zumindest untenrum. Für 210 Euro das Topcover noch dazu. Ich denke, das ist wirklich insgesamt ein sehr fairer Preis für eine wirklich komplette Maschine. Und also das aus PDG, also das ist der Hammer. Also ist wirklich extrem gut geworden. Nichtsdestotrotz würde ich aufgrund kleinerer Defizite in Anführungsstrichen, also das Display ist meiner Meinung nach etwas zu klein, lässt sich nicht so gut ablesen. Das sind so wirklich Jammern auf hohem Niveau. Die Bauplatte ist relativ teuer, allerdings auch sehr gut. Aber ja,
muss man sich überlegen, ob man die mal öfters tauscht. Ne? Also das ist dann trotzdem relativ teuer. Das Druckkopfsystem, ja, ist gut. Er muss halt immer zur Seite fahren, wie auch der Ultimaker. Deswegen war hier auch die längste Druckzeit. Deswegen nur Platz 2, allerdings ein sehr guter Platz. Auch der Platz 3 ist wirklich ausgezeichnet eigentlich. Nur der Platz 2 für den Zorntrax. Und der Race 3D, tatsächlich ein Stück weit überraschend, weil er ja der günstigste in der Runde war. Aber die Druckergebnisse waren gut. Nicht immer auf dem extrem hohen Niveau, was der M300 bringen kann, aber wirklich sehr gut. ABS war vielleicht sogar ein bisschen besser als beim Zortrax M300 Dual. Und hier habe ich einfach das komplette Paket oder zumindest das kompletteste. Ich habe das Cover, ich habe einen HEPA-Filter, ich habe das große Display, was sich sehr gut ablesen lässt. Ich habe einen internen Speicher, hätte ich mir auch so mal gewünscht. 3 GB internen Speicher. Ich habe das Filament innen hängen. Leider kann ich hier nicht die großen Rollen reinhängen. Das ist maximal 1 Kilo, was reinpasst. Ich kann aber hier, habe ich noch die Zugänge für eine Polybox. Könnte dann also auch 3 Kilo Rollen verwenden. Ansonsten von der Qualität her alles ganz nett gemacht. Ne, ist zwar Plexiglas, aber magnetisch gehalten. Das ist wirklich sehr schön. Größtes Bauvolumen zusätzlich. Ansonsten Konnektivität, nehmen Sie sich ja alle nichts. Und es sind einfach viele Pluspunkte für den Race, wobei ich zugeben muss, wenn ich hauptsächlich mit Dual Extrusion drucken würde, würde ich den M300 nehmen. Aber hier habe ich einfach viel mehr Flexibilität. Beim Zortrax ist die Software sehr begrenzt, das heißt, das sollte man wirklich hauptsächlich mit dem Original Zortrax Material drucken oder Material verwenden, das dem Zortrax-Material sehr ähnlich ist. Also ich kann da jedes andere ABS natürlich auch reinstecken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Abgefahrenes mit Kohlefaser verstärkt oder irgendein Material verwenden möchte, bei dem es keine vorgefertigten Profile im Slicer von Zortrax gibt, dann kriege ich da Probleme, das ordentlich einzustellen. Die Probleme habe ich hier nicht. Also der Idea Maker fand ich jetzt im Vergleich die beste Lösung. Cura ist natürlich auch ganz vorne mit dabei, aber bei Ideamaker habe ich dann doch hier und da noch mehr Möglichkeiten. Und in Kombination mit der ganzen Maschine zum günstigsten Preis, mit dem komplettesten Paket, ist es uns tatsächlich relativ leicht gefallen, den Sieger zu ermitteln. Also ja, aber wie gesagt, alle auf einem sehr hohen Niveau. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und schauen Sie bei uns ab und zu mal im Channel vorbei. Wir werden immer wieder neue Videos zu dem Thema 3D-Druck kommen. Danke.